Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen Mord, ein Cold Case aus den USA aus dem Jahr 1989, also vor 35 Jahren. Tracy Kirkpatrick, das Opfer, arbeitete am Mittwochabend, dem 15. März 1989, in einem Sportbekleidungsgeschäft für Damen in Frederick, Maryland, in der Schlussschicht. Die 17-jährige Schülerin der Brunswick High School sollte das Geschäft an diesem Abend alleine abschließen. Ihre Mutter Diane kam gegen 19 Uhr vorbei und brachte ihrer Tochter das Abendessen von McDonald's mit. Der Laden war zu dieser Zeit ruhig und Tracy las ein Buch. Etwa eine Stunde später kam die Filialleiterin kurz vorbei, um zu sehen, wie es Tracy erging. Und Tracy versicherte ihr, dass alles in Ordnung sei. Das Geschäft schloss, wie die meisten Geschäfte im Westridge Shopping Center, um 21 Uhr. Gegen 21.15 Uhr kam der Wachmann, Don Baines, auf seiner Routinepatrouille durch das Einkaufszentrum an dem Geschäft vorbei. Don, ein Abgeordneter des Frederick County Sheriff's Office, der in Teilzeit als Wachmann arbeitete, um sich etwas Geld dazu zu verdienen, bemerkte, dass die Lichter im Laden noch an waren, als er vorbeiging. Aber er bemerkte nichts Ungewöhnliches, als er einen Blick hineinwarf und nahm an, dass die Angestellten im hinteren Teil des Ladens ihre Arbeit für die Nacht erledigten. Don unternahm gegen 22.40 Uhr einen zweiten Kontrollgang durch das Einkaufszentrum. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Geschäfte dunkel und ruhig. Aber als Don an dem Sportbekleidungsgeschäft vorbeikam, sah er, dass die Innenbeleuchtung noch an war. Als er das merkwürdig fand, überprüfte er die Eingangstür des Ladens und stellte fest, dass sie unverschlossen war. Also ging er hinein. Don erhielt keine Antwort, als er rief, um sich zu erkundigen, ob sich Angestellte im Laden befänden. Da er sich nicht sicher war, ob er sich in einem Raubüberfall befand, ging er vorsichtig zum hinteren Teil des Ladens. Als er die Tür zum hinteren Lagerraum aufstieß, sah er zu seinem Entsetzen, dass Tracy in einer Blutlache lag. Als er erkannte, dass sie tot war, verließ er sofort den Laden und rief die Polizei. Nicht lange, nachdem die Polizei am Tatort eingetroffen war, fuhren Tracys Eltern auf den Parkplatz. Sie hatten sich Sorgen gemacht, als Tracy nicht zur gewohnten Zeit zu Hause war und dachten, sie hätte vielleicht einen platten Reifen oder ein anderes Problem mit ihrem Auto. Als sie die vielen blinkenden Lichter vor dem Sportbekleidungsgeschäft sahen, gerieten sie sofort in Panik und rannten zur Tür. Die Beamten hinderten sie daran, das Geschäft zu betreten, und Tracys Mutter flehte sie verzweifelt an, ihr zu sagen, dass es ihrer Tochter gut gehe. Als sie erfuhren, dass Tracy getötet worden war, brach Diane zusammen und musste mit einem Schock in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Tracys Eltern waren nicht die einzigen, die von dem Mord an ihrer Tochter schockiert waren. Das Westridge Shopping Center an der US 40 westlich des Stadtzentrums von Frederick war kein Ort, an dem Gewaltverbrechen üblich war. Zwar waren einige der Tankstellen entlang des Highways schon mal ausgeraubt worden, doch die Vorstellung, dass jemand in einem der gehobenen Geschäfte getötet worden sein könnte, schien unbegreiflich. Die Ermittler hatten Mühe, sich einen Reim auf den Tatort zu machen. Ein Raubüberfall schien nicht das Motiv gewesen zu sein. Das Geld in der Kasse wurde nicht angerührt, obwohl Tracys Handtasche sowie ihr Auto und Ladenschlüssel fehlen. Tracy war mehrfach niedergestochen worden, aber sie war vollständig bekleidet und wurde nicht sexuell missbraucht. Und im Ladengeschäft selber schien nicht zu fehlen. Die Waren lagen noch ordentlich gefaltet in den Regalen und nichts war auf den Boden gestoßen worden. Es gab keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen, aber die Ermittler waren sich nicht sicher, wann der Mörder das Geschäft betreten hatte. Es war möglich, dass er durch die Vordertür gekommen war, während das Geschäft noch geöffnet war und dann auf eine Gelegenheit zum Angriff gewartet hatte. Obwohl der Mörder wahrscheinlich durch die Vordertür eintrat, stellten die Ermittler fest, dass er den Laden wahrscheinlich durch den Hintereingang verließ. An der Hintertür befand sich ein Blutfleck und ein Teil eines Fingerabdrucks. Mehrere Blutstropfen wurden in einem hinteren Gang gefunden, der zur Laderampe und zum Müllcontainer des Ladens führte. Es ist möglich, dass der Mörder über die Laderampe entkommen konnte. Die Ermittler hofften, dass der Mörder die Mordwaffe auf seiner Flucht weggeworfen haben könnte und durchsuchten die Gegend gründlich, aber die Waffe wurde nie gefunden. Die Ermittler fanden einen Mann, der auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in seinem Auto saß und darauf wartete,
dass seine Frau ihre Schicht in einem der dortigen Geschäfte beendete. Der Mann wurde befragt, konnte aber keine nützlichen Informationen liefern. Er hatte nichts Ungewöhnliches gesehen oder gehört, während er wartete. Die wenigen Angestellten, die zu diesem Zeitpunkt noch im Einkaufszentrum anwesend waren, wurden ebenfalls befragt. Aber keiner von ihnen hatte in dieser Nacht etwas Ungewöhnliches bemerkt. Nach einer Autopsie stellte der Frederick County Medical Examiner fest, dass Tracy insgesamt 7-mal in Rücken und Brust gestochen worden war. Sie wies einige Abwehrwunden an einer ihrer Hände auf, was darauf hindeutete, dass sie erfolglos versucht hatte, ihren Mörder abzuwehren. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass es sich offenbar um ein sehr persönliches Verbrechen handelte und erklärte der Polizei, dass es so aussah, als sei jemand extrem wütend auf Tracy gewesen. Er bestätigte, dass es sich nicht um einen sexuellen Angriff gehandelt habe, sondern dass es sehr gewalttätig gewesen sei und der Mörder mit Tracys Blut bedeckt gewesen sei, als die Tat dann geschehen war. Die Vorstellung, dass Tracy Opfer eines Mordes wurde, erschien allen, die sie kannten, absurd. Tracy war die Art von Teenager, die niemandem Schwierigkeiten bereitete. Sie war eine ausgezeichnete Schülerin, die in der Schule meist Einsen bekam und 2 Teilzeitjobs hatte, um Geld für das College zu sparen. Sie hoffte, in der Mount St. Mary's University Buchhaltung studieren zu können und sprach davon, später Jura zu studieren. Tracy konnte in der Nähe von Menschen, die sie nicht gut kannte, ruhig und schüchtern sein. Aber diejenigen, die das Glück hatten, ihr nahe zu kommen, erkannten, dass sie einen großartigen Sinn für Humor hatte und eine loyale Freundin war. In ihrer Freizeit schrieb sie gern Gedichte. Eines ihrer Gedichte wurde im Jahr vor ihrem Tod in der New American Poetry Anthology veröffentlicht und sie liebte es zu lesen. Tracy war dafür bekannt, etwas konservativ zu sein. Einige ihrer Kollegen beschrieben sie als ein wenig altmodisch und sie war äußerst verantwortungsbewusst. Mit dem Geld, das sie von ihrer Arbeit gespart hatte, kaufte sie sich ein Pontiac Grand Prix aus dem Jahr 1979 und hängte eine Pappfigur eines Teddybären an die Rückscheibe. Die Ermittler befragten Tracys Freunde und Klassenkameraden und konnten niemanden finden, der etwas Schlechtes über sie zu sagen hatte. Sie hatte keine Feinde, von denen jemand wusste, und sie hatte nie erwähnt, dass sie vor jemandem Angst hatte. Neben ihrer Arbeit in dem Sportbekleidungsgeschäft hatte Tracy auch einen Teilzeitjob in Barrett's Shoe Store, das sich ebenfalls im Westwick Shopping Center befand. Unmittelbar nach dem Tod von Tracy änderte Barrett seine Geschäftspolitik dahingehend, dass kein Angestellter mehr allein den Laden schließen sollte. Es ist unklar, ob das Sportbekleidungsgeschäft dasselbe getan hat. Einige Wochen nach dem Mord schienen die Ermittlungen in Stocken zu geraten. Es hatten sich keine Zeugen gemeldet, die etwas Ungewöhnliches in der Nacht, in der Tracy getötet wurde, gesehen oder gehört hatten. Und die Ermittler gaben zu, dass der Mangel an Zeugen ihre Ermittlungen behinderte. Sie hatten keine Verdächtigen und immer noch keine Ahnung, was das Motiv für den Mord gewesen war. Als die Ermittlungen nach einem Monat abgeschlossen waren, gaben die Beamten bekannt, dass für Hinweise, die zur Verhaftung und Verurteilung des Mörders von Tracy führen, eine Belohnung von $5.000 ausgesetzt wurde. Der größte Teil des Geldes wurde von Geschäftsinhabern aus Frederick und Umgebung gespendet, die über die Brutalität des Verbrechens schockiert waren. Weitere $1.000 wurde von den Crime Servers angeboten. Obwohl nach Bekanntgabe der Belohnung mehrere Hinweise bei der Polizei eingingen, führten sie alle in eine Sackgasse. Der Fall geriet bald aus den Schlagzeilen, wurde aber wieder ins Rampenlicht gerückt, nachdem ein Mann bei einer in Las Vegas ansässigen Beichthotline angerufen hatte. Eine 900er-Nummer, bei der Menschen gegen Bezahlung minutenweise ihre tiefsten Geheimnisse beichten, damit andere Menschen anrufen und sie anhören können. Und dieser Anrufer behauptete, er habe Tracy getötet. Ein Anwalt der Hotline hatte die Aufnahme an die Polizei von Las Vegas weitergeleitet, die sie nach dem Anhören an die Behörden in Maryland weiterleitete. Die Aufnahme, die etwas mehr als eine Minute dauerte, war von einem Münztelefon in einem Safeway-Lebensmittelgeschäft außerhalb von Frederick, Maryland, eingespielt worden. Der männliche Anrufer behauptete, sein Name sei Don und vor 3 Monaten habe ich ein Mädchen erstochen. Er sagte, er mache sich keine Sorgen darüber, identifiziert zu werden, denn es gibt viele Typen namens Don in Frederick. Der Mann fuhr fort, dass das Mädchen, das er getötet hatte, in einem Sportbekleidungsgeschäft für Damen gearbeitet hatte und er oft vorbeikam und mit ihr sprach, wenn sie alleine arbeitete.
In der Mordnacht seien sie in einen Streit geraten und er habe ein Messer gezogen und sie getötet. Der Anrufer merkte an, er wisse, dass er sich der Polizei stellen solle. Aber was auch immer sie mit mir machen, das wird Tracy nicht zurückbringen. Er entschied sich dagegen, den Behörden ein Geständnis abzulehnen, weil wir in Maryland die Todesstrafe haben. Anschließend sagte er, es tue ihm leid, was er getan habe, aber er könne nichts tun, um es ungeschehen zu machen. Die Ermittler, die sich das Band angehört hatten, hielten es für möglich, dass der männliche Anrufer der tatsächliche Mörder war. In der Hoffnung, mit ihm ins Gespräch zu kommen, schrieb Captain Barry Horner, der leitende Ermittler in diesem Fall, dem Mann einen Brief und ließ ihn in einer lokalen Zeitung veröffentlichen. Er versicherte dem Mann, dass der Staatsanwalt von Frederick County, Lawrence Dorsey, bereit sei, die Todesstrafe vom Tisch zu nehmen, wenn er das Verbrechen gestehe. Captain Horner schrieb, dass ich durch meine Ermittlungen viel von dem erfahren habe, was am 15. März geschah. Aber nur sie wissen alles, was in der Nacht geschah. Er forderte den Mann auf, ihn anzurufen und erklärte, ich weiß von dem Telefonat, das sie im Juni in Las Vegas geführt haben, dass die Ereignisse jener Nacht sie immer noch verfolgen und wahrscheinlich auch weiterhin verfolgen werden, bis sie diese mit mir teilen. Abschließend sagte er, er hoffe, der Mann würde das Richtige tun und gestehen, damit Tracys Familie endlich einen Schlussstrich ziehen könne. Der mysteriöse Anrufer war von Captain Horners Brief offenbar unbeeindruckt, da er nicht versuchte, die Strafverfolgungsbehörden zu kontaktieren oder weitere Anrufe bei der Beicht-Hotline zu tätigen. Die Ermittler hielten den Anruf dennoch für eine brauchbare Spur und beschlossen daher, ihn am einjährigen Jahrestag des Mordes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 4 Radiosender im Großraum Frederick erhielten Kopien des Geständnisbandes und wurden gebeten, es am 15. März 1990 zu spielen. Die Ermittler hofften, dass jemand in der Gegend die Stimme des Anrufers erkennen würde und baten jeden, der den Mann zu identifizieren glaubte, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. 2 Stunden nach der Ausstrahlung des Anrufs meldete sich ein Hörer bei der Polizei und teilte mit, dass er sicher sei, den Mann zu kennen. Bei dem Namen, den er der Polizei nannte, handelte es sich um eine Person, die bereits als möglicher Verdächtiger in Betracht gezogen war, obwohl sie nie als Hauptverdächtiger eingestuft worden war. Die Ermittler versuchten, den Mann zu befragen, aber er verweigerte die Zusammenarbeit. Um 1 Uhr am 16. März 1990 kehrten die Beamten mit einem Durchsuchungsbefehl in die Wohnung des Mannes zurück. Sie beschlagnahmten nicht nur mehrere Gegenstände aus dem Haus des Mannes, sondern nahmen auch eine Haarprobe des Mannes. Sie weigerten sich, den Namen dieses Mannes zu nennen, da er noch keiner Straftat angeklagt worden sei. Die Beamten erinnerten die Reporter auch daran, dass selbst wenn der Mann den Anruf bei der Bekennerhotline getätigt hatte, dies nicht unbedingt bedeutete, dass er der Mörder sei. Sie brauchten physische Beweise, um seine Behauptung zu untermauern. Nachdem die bei der Durchsuchung sichergestellten Beweise vom Kriminallabor analysiert worden waren, gaben die Beamten bekannt, dass sie den Mann nicht mit dem Mord an Tracy in Verbindung bringen konnten. Der Mann blieb noch eine Weile auf dem Radar, aber die Ermittler stellten schließlich fest, dass es sich bei dem Anruf um einen Scherz handelte und der Mann nichts mit dem Verbrechen zu tun hatte. Der Fall Tracy wurde 1991 in der Sendung Unsolved Mysteries behandelt. Die Folge wurde in den nächsten Jahren mehrmals ausgestrahlt und jedes Mal erhielten die Ermittler ein paar neue Hinweise. Leider brachte keiner davon die Ermittler den Mörder von Tracy näher. Auf einer Pressekonferenz im Jahr 1994 gaben die Eltern von Tracy zu, dass es ihnen immer noch schwer fiel, über ihren Verlust hinwegzukommen. Sie hofften immer noch, dass der Mörder gefasst würde, waren aber frustriert darüber, dass der Fall scheinbar im Sande verlaufen war. Diane sagte, sie fühle sich, als ob ein böser Geist herabgestiegen sei, ihre Tochter getötet habe und dann wieder verschwand. Tracys Eltern erwähnten gegenüber Reportern, dass die Nacht, in der Tracy getötet wurde, die erste Nacht war, in der sie den Laden allein abschließen sollte. Dies schien die Schlussfolgerung des Ermittlers zu bestätigen, dass es sich bei dem Anruf mit dem Geständnis um einen Schwindel handelte, denn der Anrufer hatte behauptet, er sei oft gekommen, um mit Tracy zu sprechen, wenn sie nachts allein arbeitete. Der Schmerz, den William und Diane über den Verlust ihrer Tochter empfanden, war unübersehbar. William bemerkte, dass er seinen Job als Fernfahrer aufgegeben hatte, weil er dadurch zu viel Zeit hatte, über das nachzudenken, was mit Tracy geschehen war. Auch Diane hatte ihren Job als Einzelhandelskauffrau aufgegeben, weil sie ihn nach Tracys Tod als zu stressig empfand.
Sie gaben zu, dass sie immer noch täglich an Tracy dachten und sich fragten, was sie mit ihrem Leben anfangen würde, wenn es ihr nicht 5 Jahre zuvor gestohlen worden wäre. In den nächsten Jahrzehnten wurden in diesem Fall kaum Fortschritte erzielt. Im Jahr 2009 erklärten die Ermittler, dass sie immer noch an dem Fall arbeiteten, aber seit Jahren keine Hinweise mehr erhalten hatten. Anlässlich des 20. Jahrestags des Mordes hielten Tracys Familie und die Strafverfolgungsbehörden eine Mahnwache im Westridge Shopping Center ab. Im Laufe der Jahre hatte die Polizei mehrere Personen in Betracht gezogen, die für den Mord in Frage kamen. Derzeit gibt es 2 verschiedene Verdächtige, von denen sie überzeugt sind, für die jedoch keine Beweise vorliegen, die sie mit dem Tatort in Verbindung bringen können. Sie haben einige der physischen Beweise für fortschrittlichere DNA-Tests erneut eingereicht, konnten aber bisher kein DNA-Profil des Verdächtigen erstellen. Die Ermittler möchten die Bevölkerung auch darauf hinweisen, dass es nie zu spät ist, die Ermittler anzurufen und ihnen Informationen über den Fall mitzuteilen. Selbst eine scheinbar unbedeutende Information könnte ausreichen, um den Mord an Tracy aufzuklären. Also ich denke auch mal, dass der Täter jemand war, den Tracy kannte. Und vielleicht hat er die Situation ausgenutzt, als er gesehen hat, dass sie immer alleine im Laden war und es ist dort vielleicht wirklich zu einem Streit gekommen. Ein Raubüberfall war es nicht. Es wurde nichts gestohlen, es wurde nichts verwüstet. Einzig Tracy war das Opfer und damit auch das Ziel. Was denkt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis